Blutzahn-Mammut-Jagd. Erlege das Blutzahn-Mammut und setze seiner Schreckensherrschaft ein Ende. Ja, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry. Das ist unsere neue Aufgabe. Markierung wurde gesetzt. Ich bin knapp vom Ziel und ich bin einfach nur noch hibbelig und gespannt, wie wir uns jetzt schlagen werden. Wir müssen Hinweise suchen und den Hinweisen folgen. Das machen wir natürlich auch jetzt. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier richtig. Ja, hier sind seine fetten Fußspuren. Und meine Lieben, das wird kein Zuckerschlecken. Das ist ein Riesenviech, sage ich euch. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Und ja, wir müssen es erlegen. Wir müssen es zu Fall bringen. Ja, und ich bin sowas von gespannt, wie wir uns hierbei machen werden. Es wird, wie gesagt, nicht einfach. Ich muss nur gucken, wie wir jetzt hier hinkommen. Ah ja, hier folgen seine Spuren weiter nach unten. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier runterhangeln. Ja, da unten geht's weiter. So, dann holen wir mal unseren Greifhaken heraus und lassen Tucker langsam nach unten klettern. So, ein neues Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. So, was ist denn hier jetzt? Mal den Jägerblick anwenden. Oh, 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 das ist ein Gebiet hier, meine Lieben. Das ist wirklich nicht ohne. Oh, 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 und ich höre es schon irgendwo. Ach du Scheiße, wir laufen noch falsch. Aha, wartet mal. Ich sehe hier noch eine schöne Tasche, die wir mitnehmen können. Boah, diese Geräusche, die sind wirklich... Oh, oh, oh. Da kriege ich jetzt schon Angst. Ich hoffe nur, ich laufe richtig. Na, Zicklein? Möchtest du mir helfen bei unserer Mission? Was ist denn hier? Fallen? Okay, ich setze schon mal Fallen. Das kann ja nicht schaden, das Ganze. Denn ich weiß nämlich nicht, wann es hier losgeht. Na, du hast mir ja noch gefehlt. Hau lieber ab, du. Ich habe nämlich hier etwas... Besseres zu tun? Hä? Oh, oh, oh. Ich höre es schon, meine Lieben. Das ist... Nein, 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 nein! Peppy, wo bist du, du Nuss? Schnapp es dir! Okay, zwei Fallen sind bereits gesetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin... Was war denn das für ein Sprung gerade? Oh, 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 uns fehlt jetzt schon Holz für Speere. Das geht überhaupt nicht. Das ist kein gutes Zeichen und Peppy ist schon wieder tot. Warum, mein Guter? Warum machst du denn hier ein Nickerchen? Das kannst du doch nicht machen. Komm ich dir auf? Hoch mit dir? So, ich muss nach Hinweisen gucken, mal eben. Sonst komme ich hier nicht an. Das. Wow. Okay. Es gehen auch andere Tiere in die Falle. Das ist blöd. Das ist eigentlich nicht gut. Da ist es. Da ist es. Das riesige Mammut. Oh, yes. Meine Lieben, es geht los, würde ich mal sagen. Ach du Scheiße. Ich sollte ein paar Fallen legen, ganz, ganz schnell. Hier ist eine. Wir haben ja Unterstützung, das ist sehr gut. Ich darf auch nicht so viel Fallen legen, denn das geht aufs Holz, wie ihr wisst. Peppy ist schon wieder tot. Das ist nicht gut, meine Lieben. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, oh, oh. Da kommt der Dickhäuter. Was ein Riese. Und er kommt hinter uns her, oder wie? Er kommt hinter uns her. Verdammt. Ist das ein Gigant? Verdammt. Peppy, steh bitte auf. Nein. Oh, Scheiße. Der ist so schnell. Boah, hab ich mich erschrocken. Hilfe! Er
jetzt aber. Rinne eine Rübe. Und Peppi ist wieder tot, der Arme. Oh, oh. Kommt, helft mir mal, Freunde. Das geht so nicht. Und es trampelt wieder hinter mir her. Ich sollte Obacht geben. Das ist, wie gesagt, nicht ohne dieses Tierchen hier. Boah, hab ich eine Angst. Scheiße. Ich sollte es vielleicht in eine Falle locken. Ja, du kannst schön gerne da drinnen bleiben. Ich, ja. Und es kommt wieder hinter mir hergetrampelt. Nein, es haut ab. Es flüchtet. Puh, meine Lieben. Ich habe wirklich Herzkasper ohne Ende. Ich hole mal ganz schnell Peppi zurück. Nee, nee. So, komm, noch eins hinterher. Gedrückt. Und dann geht's weiter, würde ich mal sagen. Wir suchen das Mammut. Ganz schnell hinterher. Ich habe mich wirklich sowas von erschrocken gerade. Also, der hat ganz schön gesessen, ne? Der Stoß von ihm. Das Ding ist wirklich nicht ohne. Hier sind seine Fußspuren. Oha, der wird wirklich schwierig. Also, ich habe Respekt vor diesem Tierchen. Ich hätte gern ein bisschen Holz, ey. Was? Ja, da. Ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch noch was gesehen gehabt. Untersuche die Umgebung. Warum das denn? Ach hier, ja. Hat er noch so ein Elch gerade mitgenommen? Okay. Ich hätte trotzdem gerne ein bisschen Holz, ey. Also das ist hier jetzt... Sperrmangel ist scheiße. Nee, uns fehlt Tierhaut. Ist denn hier noch irgendwo was? Wow. Guckt euch Peppi an. Guckt euch Peppi an. Boah. Was macht er denn hier? Scheiße. Wir sollten noch mal treffen, glaube ich. Und jetzt. Ein Bestienkill. Danke, mein lieber Peppi. So, jetzt können wir schön häuten. Und dann hätten wir, glaube ich... ein paar Tierhäute mehr und dann können wir wieder, oh, ich bin so aufgeregt, ein paar Pfeile herstellen, denn dieses Mammut ist ja etwas stärker und ich glaube, da nützen die Pfeile überhaupt nichts. Und da steht es. Verdammte Axt. Yagipata, Mama Fnachai, Masan Mawa. Ist das hier noch ein bisschen Gestein? Nee, leider nicht. Ich hoffe, wir stellen uns wirklich jetzt hier nicht allzu blöd an. Ich kann es nur wieder... Ist das schon hinter uns? Nee, ne? Ich sollte mal ein paar Fallen legen, glaube ich. So, Falle ist gelegt. Kommt das schon? Wo ist denn das? Ich höre es irgendwie trampeln. Wo ist es denn? Boah, da! Okay. Da können wir auch noch hoch. Wo ist er denn? Wo trampelt er denn rum, sag mal? Boah, Peppi hat dich schon wieder auf die Fresse gekriegt. Ich traue mich nicht! Ich bin so in Angst. Ah! In eine Schnute. Jetzt muss ich aber. Jetzt muss ich mit Pfeile, weil anders geht es leider nicht. Hä? Ich habe da eine Falle gelegt. Was ist denn da? Ah, jetzt ist er rein. Okay. Hä? Was? Wo latscht er denn jetzt hin? Verdammt. Gut, dann kann ich meine Pfeile wieder einsammeln. Sehr schön. Besser geht's doch gar nicht.
Und Peppy rennt da immer noch hinterher. Hier sehe ich ein paar Gesteine. Her damit, danke. Komm her, mein Digga. Kriegst erstmal eine Belohnung? Erstmal eine schöne Belohnung. Und noch eine hinterher. So, mein Guter. Und auf. Weiter ins Gefecht. Wir haben noch eine tolle Mission. Wir müssen das Mammut zur Strecke bringen. Hier haben wir noch eine gelegte Falle. Das Problem ist, kommt er denn hierher? Ich weiß es gerade nicht. Wir sollen wieder nach Hinweisen suchen. Wow, was ist das denn? Können wir das dann runterholen? Das wäre ja obergeil. Das wäre ja obergeil, ne? Wenn wir das runterholen könnten. So, wo ist es denn jetzt? Ich weiß nicht, nach welchen Hinweisen ich jetzt suchen sollte. Er zeigt gerade nichts weiter auf. Tja, habe ich mich jetzt verlaufen? Das wäre nicht gut. Kann ich auf der Karte irgendwas erkennen? Nö, auch nicht. Wenn ja, Aufgabe möchte ich jetzt nicht machen. Denn ich muss das Mammut jetzt erstmal suchen. Na, das ist ja doof. Das ist uns hier jetzt echt entwischt, oder wie? Es ist doch aber hier in diese Richtung. Oh, Mann. Ja. Mit mir nicht, Freundchen. Mit mir nicht. Dieser da haut ab. Warum haut denn der ab? Der soll sich hier gefälligst stellen. So, hier ist eine Falle gelegt. Hier waren wir doch gerade mit dem Mammut, ne? So, dann würde ich sagen, müssten wir doch eigentlich... Ich höre Geschreie. Nur weiß ich jetzt nicht, von wo das kommt. Das ist ja jetzt so oberdoof. Jetzt habe ich mich verlaufen, oder wie? Ich meine, ich sehe ja noch nicht mal irgendeine Spur gerade von dem Mammut, der ich folgen könnte. Das Mammut ist uns jetzt wirklich einfach entwischt. Ich glaube, das war der Falsche. Der haut wieder ab. Ja, der hat Schiss vor Peppy, ist doch klar. Ja, meine Lieben, ich glaube, es zieht sich jetzt gerade. Da ich jetzt eben nicht weiß, wo sich dieses Mammut aufhält und befindet. Ich sehe auch keine Hinweise oder dergleichen. Ist es denn zurückgerannt? Kann das... Kann es sein, dass es zurückgerannt ist? Ich setze mal einfach einen Wegpunkt und guck mal, ob es sich da irgendwo befindet. Denn hier ewig rumlaufen habe ich ja dann auch keine Lust. Und irgendwo muss es ja sein, ne? So, Holz nehme ich natürlich mit. So, dann gucken wir mal, ob er nicht doch hier irgendwie wieder zurückgerannt ist. Ich sehe, wie gesagt, ja auch diese Hinweise gar nicht mehr. Keine Fußspuren, nichts. Das ist dann doch schon etwas komisch. Hier haben wir gleich mal einen neuen Ort entdeckt. Ich höre es. Da ist es. Sehr schön. Wir sind auf dem richtigen Weg. Mann, ich wollte schon sagen. Eieieiei. Hier haben wir wieder ein paar Fallen, die wir legen können.
Das werde ich natürlich auch tun. Wenn es nicht gleich wieder auf uns zugerannt kommt. Ja. War ja klar, immer hinter uns her. Schnell, schnell, schnell. Und die nächste Falle hinterher. Und das Mammut ist gleich tot. Wir haben es gleich geschafft. Und jetzt, meine Lieben, fällt es zu Boden. Und was ist jetzt? Okay, wir müssen es jetzt töten. Das arme Ding eigentlich. Es ist so wunderschön. Warum? Blutzahn-Mammutjagd erfolgreich abgeschlossen. Ja, wir haben uns ein bisschen blöd angestellt, muss ich ja zugeben, aber wir haben es geschafft. Wir haben das Mammut leider getötet. Ich finde es nicht gut, dass man damals so ungerecht mit den Tieren umgegangen ist und einfach so ein wunderschönes Geschöpf ausgerottet hat. Wir häuten es kurz und ich würde sagen, für diesen Part war es das jetzt auch. Genießt noch das tolle Wetter, die Sonne scheint, geht ein bisschen raus, schnappt frische Luft und wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich und bis bald. Tschüss.